Südafrika war für die Apartheid bekannt, die strikte Rassentrennung. Südafrika hatte aber auch den Suppression of Communism Act, eine Art Verbotsgesetz nach österreichischem Vorbild, nur gegen Kommunisten statt gegen Nazis. Und so wie beim Gesetz in Österreich wurden auch dort schwammige Formulierungen und Uneindeutigkeiten eingebaut, um dieses Gesetz flexibel einsetzen zu können. Der Verbotsparagraf wird in Österreich heutzutage kaum noch gegen Nazis eingesetzt und schon damals wurde das südafrikanische Antikommunismusgesetz kaum gegen Kommunisten eingesetzt, sondern in erster Linie, Überraschung, gegen Regierungskritiker. Das Apartheid-Regime verfolgte jeden als Kommunisten, der gegen die Apartheid auftrat, denn diese Gleichmacherei der Menschen, das riecht irgendwie kommunistisch und in einem entsprechend schwammig formulierten Gesetz kann man da locker kommunistische Betätigung daraus basteln. Und in Österreich heute, mit einer Referenz von heute auf damals, da kann man problemlos eine Verharmlosung des Nationalsozialismus basteln und mit einer Justiz, die aus Huren besteht, wird so flugs jeder, der die Regierung kritisiert, zum Nazi. Eine der Dinge, die gegen Kommunisten, in Anführungszeichen, eingesetzt wurde, war die sogenannte Bannung. Eine Sammlung an Verboten und Auflagen inklusive Hausarrest, die zu erheblichen Einschränkungen für die Betroffenen im beruflichen, politischen und persönlichen Leben führte und in weiterer Folge zur Zerstörung beruflicher und gesellschaftlicher Existenzen. Maßnahmen ohne richterlichen Beschluss, ohne Anhörung der Betroffenen. Gut, dass es sowas bei uns nicht geben kann. Danke für deine Zeit.